Jetzt mal mit einem Real-Life-Video. Ja, ich sehe auch ein bisschen scheiße aus, war eine lange Nacht gestern. Und wir treffen jetzt einen Abonnenten von mir, der müsste irgendwo, da steht er sogar schon. Du glaubst jetzt, ey. Eigentlich waren wir für um 9 verabredet. Für um 9, um 8.40 Uhr liege ich in der Wanne noch gemütlich, war schon nicht so, war ein langer Tag. Ich bin schon da. Jo, hektik, hektik. Einmal. Ey, wunderschön, oder? Grüß dich. Mal so machen, ja. Da. So. Das ist der Mario, mit dem ich Destiny gemacht habe. Habt ihr ja schon mitgekriegt, im Hangout war es mit bei und im nächsten Hangout wird er auch mit bei sein. Da kommt nur ein auf euch zu und das war jetzt einfach nur mal so ein Kurzit. Odin trifft Abonnenten. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Moin, moin. Genau, moin, moin. Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ihr habt eben gesehen, ich habe den Manu begrüßt. Wir haben jetzt hier Kaffee gesoffen. Futtern waren wir auch. Ja, futtern waren wir auch. Futtern waren wir auch. Wir haben lecker Calzone gegessen und Cola getrunken. Cola haben wir getrunken. Ja, wir haben davor hier noch eine ganze Weile geschnackt und gequatscht. Im Skype haben wir noch mit einem Kumpel gequatscht. Ja, jetzt ist es mittlerweile 15 noch was. Ein bisschen bleibt Manu noch und dann haut Manu ja leider wieder ab, weil er Termine hat. Genau. Ja, und wir wollten jetzt nicht die ganze Zeit hier filmen, weil ein bisschen Privatsphäre wollen wir auch haben. Ein bisschen Ruhe quatschen ohne Kamera. Genau. Weil, ja, quatscht sich besser ohne Kamera. Ja, Manu sind noch nicht so gewöhnt mit Kamera und so. Und Manu werdet ihr auf jeden Fall noch öfters sehen bei kommenden Projekten. Destiny haben wir vor zusammen. Ja, Destiny, was ist noch? So cool? Nee, Division. Division war noch, definitiv. Division, ja. Drive Club. Das kommt ja aber nächstes Jahr erst. Drive Club zock ich nicht. Ah, das werde ich aber dann spielen. Ja, Manu wird Drive Club zocken. Werdet ihr vielleicht auch noch was Schönes sehen. Kommt aber alles in einem späteren Video, werde ich das erzählen, wo ihr das finden werdet und so. Da kommt noch einiges Schönes auf euch zu. Ja, was haben wir noch geplant? Hangouts sind geplant in Zukunft, definitiv. Ja. Wir sind da gerade so am Machen mit ein paar anderen YouTubern. Und ja, da ist einiges in Planung, dass denn jeden Monat, ein Hangout ist jeden Monat geplant. Definitiv, der wird dann durchgezogen. Wird auch aber nicht so strukturiert sein, wie er das vielleicht von anderen kennt, dass man so seine Themen sich zurechtpackt oder so. Wir haben schon bestimmte Themen, über die wir reden wollen, aber mehr so wie so ein Stammtisch, kann man sagen. Ja. Ja, eine gemütliche Runde unter Freunden, die über gewisse Themen quatschen werden, je nachdem, was in dem Hangout gerade ist. Das kommt auch alles im nächsten Vlog, werde ich auch erklären, was da noch kommen wird. Da muss ich aber noch warten mit den anderen YouTubern, weil bis die das veröffentlicht haben, wir wollen das nämlich relativ zeitnah alle gemeinsam veröffentlichen. Du machst einen Vlog? Ich mach einen Vlog. Er macht einen Vlog. Ich überlege gerade. Ja, ich bin auch am Überlegen, könnt ihr mal runterschreiben, wenn euch das interessiert. Manu hat auch schon gemeint, wann kommt mal wieder ein Vlog? Ich habe schon lange keinen Vlog. Ich hatte aber doch die Ankündigung vom 2000 Abonnenten-Special, das war auch ein Vlog. Aber das war ein ganz kurzer Vlog, oder? Nee, ich habe ja noch den langen gehabt, wo ich eigentlich nur einen kurzen machen wollte. Mhm. Den hätte ich ja danach hochgeladen. Das war kein Vlog. War kein Vlog. Ja, jedenfalls kommen da noch Vlogs und ich bin da am Überlegen, ob ich, vielleicht interessiert es euch, da würde ich gerne auf eure Rückmeldung warten. Wollt ihr auch, dass ich die Vlogs in Zukunft so Hangout-mäßig mache? Weil Quatsch ja sowieso, was sich da so ergibt, die kann das auch gerne live machen für euch und dann könnt ihr da live zugucken oder vielleicht im Chat dann noch Fragen stellen oder irgendwie was schreiben hier, ja, wann kommt das, wie kommt das oder was weiß ich. Wenn euch das interessiert, habe ich kein Problem damit. Ich würde denn die Vlogs in Zukunft dann vielleicht auch, wenn ihr wollt, in Hangout-Form euch präsentieren. Ja, dat, also wir haben gemeinsame Projekte haben wir vor. Wir werden mit anderen YouTubern zusammenarbeiten. Mhm, werden wir, ja. Ja, wir werden, ja, Vlogs werden wir machen, also Hangouts werden wir machen. Mhm. Ja, also ich werde auf jeden Fall, und dann sind da so, also ein Hangout ist definitiv geplant, der soll dann immer im Monat kommen. Und alle paar Monate wird dann noch ein anderer Hangout, was in die Richtung geht, aber mit anderen, das will ich noch nicht so viel verraten, wird dann wahrscheinlich dann alle paar Monate noch mal ein zweiter Vlog kommen. Und da werdet ihr Manu, werdet ihr dann sehen, der Slay wird bestimmt auch noch mitmachen. Der Mike, ja, genau. Ja, mal gucken, wer noch mitmacht. Ein paar andere YouTuber wollen auch noch mitmachen. Das werdet ihr dann alle in den nächsten Tagen, denke ich mal, wird das alle veröffentlicht, wa? Ja, ja, denke ich mal, wa? Ja, mit den anderen noch zusammensetzen. Ja. Da ist so eine kleine Kooperation geplant, also kein Zusammenschluss. Also ich werde jetzt nicht irgendwie ein Team gründen, irgendwie was dergleichen. Wir sind ein Team, er macht das, ich mach das und das muss so sein oder was weiß ich. So was ist ja nicht, nee, so was wollen wir nicht. Wir sind einfach nur, ich bin ich
Manu ist Manu, die anderen sind die anderen. Und wir machen dann einfach halt mal was zusammen. Ja, die machen trotzdem ihre sind zusammen da irgendwie oder so. Und die machen trotzdem ihr gemeinsam was oder alleine was, ihre eigenen Projekte. Und wir schließen uns da ab und zu mit denen mal zusammen. Und Manu ist ja nicht wirklich, der hat ja auch keinen wirklich YouTube-Kanal. Da wird aber auch noch was kommen, da wird auch noch eine schöne Ankündigung kommen. Ja. Ja. Wird eine interessante Zeit, die nächste Zeit, würde ich sagen, wa? Ja. Also, wobei ich erkannt habe, jetzt tatsächlich mal ein paar Testvideos zu machen. Ja, Manu will jetzt wirklich Videos machen. Ja. Aber sag noch nicht zu was. Nein, das soll eine Überraschung werden. Das wird alle noch demnächst bekannt geworden. Genau, aber erstmal nur ein Test. Mal gucken, wie ihn ankommt und dann wollen wir mal gucken. Ja, ich denke mal, das wird gut läuft. Ja. Das wird eine geile Sache, was demnächst so passieren wird. Da wird einiges passieren. Also ich freue mich. Ja, ich bin auch heiß. Du bist auch, Manu ist auch heiß. Also wir freuen uns beide. Das wird eine sehr arbeitsreiche Zeit demnächst, aber auch eine sehr interessante, würde ich sagen. Ja. Muss man abwarten. Also mal gucken, ob die Leute auch wollen. Ja, ich freue mich am meisten auf die Hangouts, muss ich sagen. Die werden bestimmt. Und dann die gemeinsamen Projekte, die werden richtig nice. Die Hangouts werden bestimmt gut. Ja. Also da könnt ihr auch ein paar Themen so schreiben, was ihr vielleicht hören wollt. Und ab und zu mal einen Daumen nach oben für ein Feedback wäre nicht schlecht. Ja, genau, Feedback geben. Ganz wichtig. Ja, dass ich weiß, kommt gut an, kommt nicht gut an, wollen wir nicht, oder mach mal weiter so. Genau. Ja, wär, ab und zu mal, wenn euch das Video gefällt, einfach mal einen Daumen hoch, wäre echt nice, wäre richtig klasse von euch. Super. Ja, ein paar machen es ja. Also ich habe ja ein paar Stammgucker, die mich gucken, die machen dann Daumen nach oben, wenn es ihnen gefallen hat, wenn es nicht gefallen hat, Daumen nach unten und sagen, und dann geben wir auch Kommentare. Die schreiben dann auch richtig, warum denen das nicht gefallen hat. Ja, das finde ich gut. Da bin ich auch der Meinung, da müsste YouTube echt mal die Funktion einführen, wenn du einen Daumen nach unten machst, dass du begründest, warum. Ja. Das weil nur ein Daumen nach unten zeigt mir zwar, gut, euch hat das Video nicht gefallen, aber warum hat euch das Video nicht gefallen, sagt mir dieser scheiß Daumen nicht. Das nennt man einfach konstruktive Kritik. Genau, da würde ich mir wünschen, dass da dann, drückst Daumen nach unten, dass da steht, beschreibe kurz in weiß ich wie viel Worten, warum das Video scheiße ist. Ja. Und sonst geht der Daumen nicht durch, weil dann habe ich wenigstens, dann kriege ich einen Daumen nach unten und dann steht da Daumen nach unten, Kritikpunkt. Und dann habe ich da auch ein bisschen Kritik, was ich da verbessern könnte, weil nur ein Daumen nach unten bringt nichts. Ja, also da würde ich schon echt bitten, schreib doch was. Und schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr im Hangout sehen wollt, denn Richten wir die Themen so danach aus und bringen euch da auch ein bisschen was. Ja, und die werden, wie gesagt, ich habe jetzt so einige getestet mit dem Hangout, letztens, wo wir Destiny gemacht haben. Da habe ich Destiny, habe ich nämlich über Google Plus gestartet. Da ist keine Chatfunktion. Müsst ihr mal gucken, wie ihr das wollt. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten bei Hangout. Entweder ich plane den Hangout in YouTube, dann habt ihr in YouTube rechts das Video und links habt ihr einen Chat, ja, der relativ schnell durchläuft und der Chat wird dann gleich unten als Kommentare angezeigt. Oder ich starte den im Google Plus. Da ist aber der Blöde, wenn ich im Google Plus den Hangout, ich muss mal gucken, wenn ich den plane auf YouTube, aber über Google Plus starte. Das muss ich mal gucken, ob das auch geht. Ja, da gucke ich nochmal halt. Aber wenn ich den direkt über Google Plus starte, da gibt es so geile Features wie Fragen stellen, dann gibt es so was wie Klatschen. Da könnt ihr Beifall klatschen. Dann guckt ihr euch das an, klatscht oder beitreten. Könnt ihr sagen, ey, ich will jetzt beitreten, dann kriegt ihr eine Nachricht. Oh, und dann seid ihr ja oder nein. Das ist richtig gut. Da würde ich mir echt von YouTube wünschen, dass sie das kombinieren. Weißt du, dass du bei YouTube so was planen kannst, dann hast du rechts deinen Chat. Ja. Und dann trotzdem dann über diese Add-ons und so einstellen kannst, ja, ich möchte jetzt diese Dings und dann können die da halt sagen, dass man da auch den Daumen hoch mehrmals drücken kann, dass der zwar nicht als Daumen hoch zählt, aber dass man dann im Video dann als Klatschen hat. Ja, ja. Oder so ein Klatschsymbol daneben einführt, wisst ihr? Das wäre geil. Oder dann auch Fragen stellen, dass man dann sagt, fällt Fragen und dann stellt man Fragen. Oder dass man in diesem Chatfenster direkt sagen kann, oben, ich will jetzt eine Frage stellen, ich drücke dieses Fragezeichen, stellt die Frage und dass der im Hangout dann direkt bei uns auftaucht. Mhm. Dass dann unten schon Frage so und so. Ja. Das wär nochmal geile Sachen von YouTube. Wäre super, ja. Weil dann würde sich so ein Hangout auch definitiv öfters lohnen. Dann könnte man einfach mal so sagen, wir machen mal eine Fragerunde, Quatschrunde, dann quatschen wir ein bisschen was. Und ihr könnt dann eure Fragen reinhauen und wir werden die bestmöglich versuchen zu beantworten. Ja, also so könnte der Zuschauer dann... Ja, das würde mir gefallen. Also. Ja, wäre schön. Ja. Das wäre echt klasse. Also da müssen wir, naja. Aber da gibt's ja, gibt's ja so noch nicht von YouTube. Ja, aber gucken, die ändern ja momentan alle Nase lang was. Naja, mal gucken. Vielleicht. Ja, wir warten ja auch drauf, dass da was passiert, weil so ist es natürlich, ja. Also ich denke mal ganz stark, dass ich definitiv über...
über YouTube starten werde. Mhm. Weil da ist die Chatfunktion. Da ist der Zuschauer besser eingebunden. Ja. Definitiv. Genau. Also und dann wollen wir erstmal abwarten, wie die Hangouts noch so ankommen. Ja, bis jetzt kommen sie ja gut an. Wir haben bis jetzt zwei gemacht, ja? Zwei haben wir gemacht. Ja, aber dein Testvideo kannst du nicht zählen. Nee, das zähle ich auch nicht, aber selbst das war cool irgendwie. Ja. Test. Ja, ich muss mir erstmal in diese Hangout-Kacke rinfuchsen. Ja, ist richtig. Aber jetzt kann ich auch das ging vorher übrigens nicht. Ich habe damals mal versucht, Hangout zu starten über mein, ich habe ja meine Hauptseite, die heißt wie ich. Und dann habe ich da Unterseiten für Odins Test und Odin Zocker. Und über Odins Test und Odin Zocker konnte ich kein Hangout starten. Ging nicht. Jetzt geht's. Mittlerweile kann ich über Google Plus da direkt. Aber ich denke mal, ich werde dann weiterhin über YouTube machen, das bessere Feedback. Da können sie sich auch untereinander austauschen. Ja. Ja, das ist bloß blöde für uns. Da könnte YouTube echt mal was einführen, dass man das auch parallel, wisst ihr, wenn ich der live übertragen wird, dass der Chat der von YouTube unten auch bei uns im Hangout angezeigt wird. Weil jetzt momentan haben wir immer den Hangout so über fast das ganze Fenster. Ja. Und dann machen wir uns das YouTube-Fenster einfach, also den Browser-Fenster schon clean. Ja. Und dann scrollen wir rechts einfach, drücken Pause und scrollen einfach rechts nach rüber zum Chat. Das ist aber auch blöd, manchmal, wenn du denn die Nachricht, wenn du denn im Chat auch schreiben willst, abschickst, auf immer geht da das YouTube-Fenster an, also der YouTube-Player geht an, ja, und dann hast du praktisch den Ton vom Hangout und den Ton von YouTube und dann kriegst du Mack im Kopf. Aber was ich noch ein bisschen schlecht finde, ist, dass der komplette Chatverlauf mit übertragen wird. Der ist ja nachher... Der ist nachher Kommentare. Den finde ich aber wiederum gar nicht mal so schlecht. Weil da hast du Kann man nachlesen, wisst ihr, dann kann man gucken, ja, was haben wir... Dann guckt mal das Video und geht mit den Kommentaren mit und dann, deswegen hat er das gesagt. Ja, da hat der ja und der ja. Das kann aber also doch ziemlich lang werden, wenn du jetzt wirklich eine große Beteiligung hast von den Zuschauern. Dann ist es, ja. Da erstmal noch mit durchzusehen. Oh, so kommen wenigstens mal Kommentare zusammen. Weil sonst schreiben wir weniger Kommentare. Ja. Würde mir da teilweise mehr wünschen, gerne. Also der Hangout selber müsste ja auch angekündigt werden, oder? Also... Ja, nee, wenn du willst, dass die Zuschauer mit... Ja, nee, wenn ich einen Hangout mache, also ich werde dann, wenn wir diesen festen Hangout machen, der wird immer im Monat zur gleichen Zeit sein. Da werde ich mir noch einen Tag aussuchen mit den anderen, die mitmachen wollen. Da werden wahrscheinlich fast immer die gleiche Person mit bei sein. Und dann wird es einmal im Monat einen Tag geben zu einer bestimmten Stunde, wo der Hangout startet. Und der geht dann halt, wir haben uns geplant, eine Stunde, dreiviertel Stunde, zwei Stunden. Aber es kann auch durchaus sein, dass er mal 3, 4, 5, hoffe ich nicht mehr. Aber dass er auch mal was länger geht. Ja. Also vielen Dank an die Leute, die das auch gesehen haben, die sich da wirklich 6 Stunden an die 6 Stunden 41. Haben. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Ja. War doch ein bisschen lang. Ja, war eigentlich war von uns ja auch nur geplant, so eine Stunde, anderthalb Stunde. Mhm. Maximal, aber wirklich das höchste Gefühle haben wir gesagt, 2 Stunden. Wir wussten schon ja nicht, was wir 2 Stunden quatschen sollen. Ja. Und dann kam das so und mir kam das aber ehrlich gar nicht so lange vor. Wir haben gequatscht. Genau, wir quatschen eine gemütliche Runde. Ja. Und wir sind von X zu U zu Z zu Buxtehude gekommen und auf einmal, bumm, gucke ich auf Uhr, was? Meine Tochter wird wach, nein, noch 1-2 Stunden, ich will noch wenigstens ein bisschen schlafen. Ja, ja und... Weichwurst. Nee, Familienvater. Naja, nein, Familienvater nicht, alleinerziehender Vater. Ja, und da ist halt, da ist halt auch jetzt momentan nicht mehr so viel Zeit für YouTube leider da. Ihr habt es ja leider mitgekriegt, dass, ja leider auf eine Art ist leider für einen YouTube-Kanal positiv für mich, weil die Kleine ja bei mir ist. Ja, da kommt jetzt momentan nicht mehr so viel, aber das ist durch den ganzen Stress jetzt momentan, weil sich das erstmal alles einpegeln muss. Ich habe einen Haufen Rennereien mit den Ämtern und auch Arzt wegen der Kleinen und sowas alles. In der nächsten Zeit wird sich das aber alles einpegeln. Sie ist jetzt ja auch schon in der Schule und dann werde ich tagsüber mehr Zeit haben. Ich werde auch demnächst dann irgendwann umziehen in eine größere Wohnung. Da werde ich mir dann ein Büro einrichten, wenn alles gut geht, wenn ich die Wohnung kriege, die ich denke. Und dann habe ich dann auch dann mehr Luft, denn dass ich einen halben Tag putze, die andere Hälfte kann ich ein paar Videos machen, bearbeiten und schneiden. Und abends kann ich ja sowieso schneiden, wenn die Kleine im Bett ist. Und dann pegelt sich das alle besser ein, weil da habe ich bis 16 Uhr ist im Hort, habe ich bis 16 Uhr Zeit, früh um 7 Uhr noch was, bringe ich sie weg. Ja, da ist auch noch was Schönes geplant, den Tagesablauf, könnt ihr euch auch noch freuen demnächst. Dir kann ich es persönlich erzählen, du wirst es denn schon wissen. Ja, das ist so ein Vorteil. So kleine Bonus. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, beenden wir das hier erstmal, wa? Wir haben einen schönen Tag gehabt. Genau, also... Na, heute Abend quatschen wir sowieso wieder über... Vielen Dank erstmal noch an Odin, ja, dass er sich die Zeit genommen hat. Ach, Quatsch.
Fan. Ich freue mich auch, dich mal, wir kennen uns ja nur. Er hat angefangen mit, hat mir einen Brief geschrieben. Den fand ich total klasse. Und eine E-Mail. Eine E-Mail. E-Mail, 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 E-Mail. 2014 genau. E-Mail schreiben wir. Ja, wir schreiben E-Mail. Schreibt überhaupt noch jeder Weil, ja, siehst du, der Postfrau, du wartest ja nicht. Ja, ich war auf dem Spiel. Und dann sind wir so in... Wir haben erst einmal geschrieben, dann haben wir... Was haben wir dann gemacht? Wir haben dann in einer Party haben wir uns getroffen. Genau, PlayStation Party. Wir haben uns bei PlayStation Edit haben eine Party gemacht. Dann haben wir gezockt. Was haben wir gezockt? Sniper hast du mit Mike, glaube ich. Genau, da bist du dazu gekommen. Genau, da bin ich da. Ja, dann haben wir zusammen Billard gespielt in Party halt logisch. Wir haben erst Sniper haben wir auch selber zusammen gespielt. Dann haben wir dazu durchgespielt, haben wir Sniper. Oh, nochmal, du hast... Aber wir haben uns doch vor mir hingehört, haben wir doch uns auch schon mal irgendwo gekämpft, möchte ich sagen. Na, wir haben doch denn WhatsApp und den ganzen Kram. Ja, WhatsApp haben wir ja auch so geschrieben, aber wir haben irgendwas am PC gemacht, wo wir auch unsere Camps gesehen haben. Oder war das erste Mal bei... Das war Hangout. Das war erstmal beim Hangout, war ja das erste Mal beim Hangout. Stimmt. Aber wir kennen uns jetzt... ein paar Monate. Also, ja... Zwei, drei, vier? Nee. Drei würde ich schon sagen. Drei würde ich auch sagen, wa? Ja, drei. Nee, guck mal, geht gar nicht. Warum? Muss länger sein. Meine Tochter wohnt jetzt 2,5 Monate bei mir. Da muss es natürlich Das wären jetzt 3 Monate, wo sie bei mir wohnt. Ja, also wo Sniper rauskam. Ich habe ja gleich... Sniper hatte ich? Das war zum Release von Sniper so in etwa, wa? Ja. Und seitdem ständig in Kontakt. Ja. Und dann hast du den Slay kennengelernt, den Mike? Ja, den. Ja, dann haben sie sich auch gegenseitig geedit. Ja. Und seitdem wir drei so irgendwie, war so. Genau. Ein bisschen schnacken und so. Slay ist jetzt übrigens gerade arbeiten. Erstmal Grüße von mir an Slay. Nein, viel Spaß in der Bahn. Und seitdem zocken wir, quatschen und läuft alles ganz gut. Ja. Es hat sich eine gute Freundschaft entwickelt. Mhm. Auch zu einem anderen YouTuber, zum anderen Zocker, der Uncut Gamer, der vorhin geschrieben hat. Ja. Ja, der mir Thief geschickt hat. Zu dem hat sich auch eine gute Freundschaft entwickelt. Und alle durch YouTube. Ja, super. Also. Finde ich gut, ja. So, YouTube kann Freunde zusammenbringen. Also kommt alle zu YouTube, ihr findet da Freunde, hier wird euch geholfen. Na, jetzt rennt sie die Bude gleich ein, also... Ja, nee, nicht alle persönlich herkommen. Ich habe eine Tochter, ja. Ich habe jetzt nur Zeit, weil meine Tochter halt jetzt das Wochenende mal nicht bei mir ist. Das ist bei Oma. Und dadurch habe ich halt Zeit und habe gesagt, ist okay, treffen wir uns. Kein Problem, wir wollten eigentlich schon Anfang der Woche, wollten wir. Ja, wir wollten... Montag. Am 9.9. kam Destiny, davor die Woche noch. Ja, genau. Genau. Mittwoch. Dann warst du krank, war? Den 4.9. war es. Ja. Du warst krank? Ich war krank, genau. Und dann, und vor die Woche, jetzt Anfang der Woche, konnte ich nicht. Genau. Weil ich hatte Haufen Termine mit der Ämter, Jugendamt und hast nicht gesehen. Und ja. Hat halt viel Zeit gekostet und alle klären und machen und tun und so. Es halt, hängt halt ein Rattenschwanz an Arbeit daran. Und dann auch wegen YouTube. Hatte ich auch beim Arbeitsamt einige zu klären und beim Gewerbeaufsichtsamt und Steuer, also Finanzamt und die ganze Scheiße, hatte ich wirklich einen Arsch an Rennereien. Ich habe den einen Tag, kann ich euch auch kurz erwähnen, habe ich meine Tochter früh um 7.30 Uhr in die Schule gebracht. Von der Schule aus, ich habe sie nur in der Schule abgesetzt, bin ich los. Habe Arbeitsamt, Finanzamt, bla 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 bla. Ja, bin von dort aus in Hort, habe meine Tochter geholt. Ja, dann sind wir noch auf dem Spielplatz, ich weiß ja nicht. Nee, Quatsch, Judo sind wir denn. Dann waren wir nach Hause kurz, wir haben nur die Mappe hergebracht, Sportzeug genommen, sind zum Judo, nach dem Judo nach Hause, Armbrot, und das war schon später als sonst, kurz nach 18 Uhr. Und dann ist die Kleine auch ins Bett, die war auch K.O. Ich war so froh, wo sie im Bett war und ich die Beine hochlegen konnte, weil wir haben die Beine qualmt von dem Tag. Ich war vom Früh komplett bis... Ja, abends irgendwann unterwegs, ey, das, und nur laufen, ey, das ist, boah. Und dann durch die Zappeln bei der Ämter, die wollen irgendwelche Sachen, und du siehst sie ja nicht durch, dann musst du die 20.000 Mal fragen, dass sie dir nochmal in Nichtbeamtendeutsch erklären. Mhm. Ja, und das macht ihn dann einfach, da wird man komplett kirre im Kopf. Aber jetzt seid ihr von, ich bin hier, alles ist super. Aber ich sagte, das irgendwie kriegen wir schon hin. Genau. Und dann haben wir jetzt die gemütliche Runde. Vorletzter Tag vom Urlaub hat sie. Ja, du musst ja nächste Woche wieder arbeiten. Ja, leider, ja. Hm. Nee, doch. Diese Woche. Nee, Montag. Ja, heute ist ja Samstag schon. Hm. Am Montag geht's wieder. Ich hab keine Zeit für momentan heute, echt nicht. Ja. Das ist momentan echt schlimm bei mir. Aber naja, das wird schon alles. Genau. Gut. Ja, wir quatschen noch ein bisschen. Wir würden uns aber jetzt schon mal von euch verabschieden.
Wie gesagt, schreibt dann das Video einfach mal drunter, ob ihr so ein Hangout wollt, also dass ich den Vlog in Hangout-Form mache. Oh, ja, und was ihr von der ganzen Sache haltet, dass jetzt öfters mal ein Vlog kommen soll. Das wird halt im nächsten Video noch alles, ist noch nicht ganz so gesprächsbereit, griffbereit. Das muss alles noch ein bisschen mit den anderen abgekaspert werden. Das ist ja ein Rattenschwarz an Arbeit dran. Das sind mehrere Kanäle, die daran beteiligt sind. Das muss alles abgestimmt werden. Ja, weil jeder hat ja auch seine eigenen Projekte. Ja, und jeder hat ja auch nicht immer Zeit. Ne? Ja, jeder hat nicht immer Zeit und das muss halt da ein Rattenschwanz an Arbeit dran. Und dann müssen wir gucken, wie wir das am besten planen und machen und tun. Aber das wird auf jeden Fall kommen und sobald das gesprächsbereit ist, werdet das in meinem Kanal und auch in den Kanälen, die mit bei sind, werden die Ankündigungen dazu gegeben. Und dann ja, wird es halt jeden Monat zur gleichen Zeit, wird dieser Live-Hangout dazu da sein, um euch über bestimmte Sachen zu informieren. Was will ich noch nicht verraten, wird im Prinzip fast eigentlich immer der gleiche sein, bloß halt andere, ja, werdet ihr da schon sehen. Und dann halt ist noch das gleiche in einer anderen Form geplant, alle 2-3 Monate oder sowas in der Art. Da könnt ihr euch auf was ihr freuen. Fast machen wollte ich gerade sagen. Was freuen, ja. Ja. Ja, schreibt ruhig Themen drunter. Ja, schreibt drunter einfach. Daumen. Wenn ihr irgendwie Themen für ein Hangout habt, was war, weil wir haben ja auch geplant mit den anderen, die letztens im Hangout waren, mit Mike, Fry, Onkel, du, Icke. Ja, wir fünf haben uns ja auch schon so zusammengesetzt und haben ja auch schon gesagt, uns hat das allen sehr gefallen. War zwar ziemlich lange, aber uns hat sehr gefallen und wir freuen uns so eigentlich schon, sowas nochmal zu machen. Und einfach ohne großartigen Druck einfach so frei los sammeln. Aber wir wollen das eigentlich nächstes Mal ein bisschen strukturierter machen. Wir wollen da schon so ein paar Themen durchgehen. Und wenn ihr da irgendwie ein paar Themen habt, die wir in einer gemütlichen Runde diskutieren können, ja, ohne Haten und sowas alles, dann einfach postet, macht da hier, was weiß ich, Hangout-Thema oder Thema für Hangout oder neues Thema, genau, schreibt einfach neues Thema, Doppelpunkt und was ihr da gerne haben wollt. Ja. Dann kann ich die Nachrichten besser zuordnen beim Durchlesen, dann kann ich mir das nämlich gleich rauskopieren und schreibt mir die Themen dann halt alle auf und legt den anderen das vor und dann, wenn dann zu viele zusammenkommen, müssen wir dann sowieso mehrere Hangouts machen. Ja. Je nachdem, was das auch für Themen sind, ne? Ein bisschen vorbereiten. Dass man dann vielleicht auch bestimmte Themen zusammengreift, wenn ja zum Beispiel mehrere Themen zu spielen kommen, dass wir dann eben machen, wo wir über diese Themen, mehr über Konsolen oder über was weiß ich, über uns, das in einem anderen. Definitiv, also wenn es mehrere kleine Themen sind, dass man das zusammenfasst. Das, was wir dann zusammen machen, wenn in mehreren, das werden wir dann mit den anderen bequatschen und sagen, Also wenn ihr da was habt, einfach neues Thema oder schreibt da Thema Doppelpunkt, noch kürzer, einfach Thema Doppelpunkt und dann schreibt dahin, was ihr wollt. Was wir machen sollen, was wir diskutieren sollen oder mal so im Team bereden sollen. Also Team sind wir ja nicht wirklich. Wir sind nur ein Zusammenschluss von Freunden. Sind ein Zusammenschluss von Freunden, die das gleiche Hobby haben, die Spaß am Spielen haben und einfach miteinander super klarkommen. Mehr ist das eigentlich auch nicht. Ja. Aber jetzt müssen wir wirklich jetzt. Merkst du das? Ja, ich sag schon immer Tschüss und dann kommt noch was. Und dann, jetzt sag ich aber wirklich Tschüss. Jetzt ist aber wirklich. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Ja, Daumen hoch. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch. Und dann machen wir jetzt Feierabend. Ahoi, sagt euer Odin. Tschüss.